Leute, wir sind wieder im Moviepark und es wird wieder Zeit für ein paar Achterbahn-Challenges. Erstmal vielen Dank an den Moviepark, dass wir hier drehen dürfen. Für weitere Infos einfach mal die Infobox abchecken. Vielleicht gibt es auch eine coole Aktion oder so. Ich weiß nicht. Checkt einfach mal ab auf der Internetseite von denen und sonst so. So, und heute dann, ja, sind wir zu zweit hier. Und wir werden das Glücksrad drehen. Und das Glücksrad entscheidet heute, welche Achterbahn wir fahren müssen. Eine Achterbahn ist nicht dabei. Und zwar ist das der Freefall Tower. Aber wir machen es so. Weil, guck dir das mal an, wenn ich Bandit fahren muss oder wir, dann machst du den Freefall Tower, okay? Okay. Ich würde als erstes drehen und mal gucken, welche Achterbahn. So, und welche Achterbahn müssen wir als erstes fahren? Oh mein Gott, es ist Bandit! Es ist um 10! Das heißt, für mich geht es jetzt auf die Holzachterbahn. Ja, weil, für mein Frühstück geht es jetzt auf den. Weil Danja ein bisschen Probleme mit dem Rücken hat, geht es jetzt auf den Freefall Tower. Let's go! Ihr seid natürlich dabei bei der Fahrt. So, gerade sind sie unterwegs. Ja, du kannst ruhig mit vor die Kamera. Gerade sind sie unterwegs, gleich musst du auf den Freefall Tower. Ich fahre jetzt alleine, also ich würde gerne sagen, das stört mich, aber stört mich überhaupt nicht. Weil jetzt ist Danja nicht dabei, ich kann alleine fahren, erste Reihe. Ich muss nicht warten. Gibt es einen schöneren Traum? Ja, den gibt es. Wenn du heute nicht da wärst. Boah, das ist fies, ne? Das wäre jetzt fies. Ja, hast du auch gelogen. Erste Reihe. Ja, man macht sich so extrem unbeliebt gerade, aber weißt du was? Ist mir egal. Es ist schon sehr ungewohnt, alleine die Achterbahn jetzt zu fahren. Ja. Aber wir machen das jetzt. Let's go. Also ihr werdet jetzt meine Reaktion sehen, okay? Und diese Reaktion ist immer, sie ist ehrlich. Sie ist ehrlich. Und ich sag dir eins, ich habe Angst. Ich habe mies Angst. Ach, wieder. Jetzt doch, oder was? Ja, ich habe immer Angst. Ich glaube an dich. Let's go. Ich würde gerne eigentlich so ein Bewerbungsfoto auf der Achterbahn. Soll ich eins machen? Ja, ich glaube, Lena oder Tommy macht jetzt einen Screenshot. Offizielle Bewerbung beim Moviepark. Jetzt auch, wenn man das 10-mal testet. Ist fest. Ja, ist fest. Ist fest. Und dann bewegt sich einen halben Millimeter. Ja. Was? Ist nicht fest. Ich werde aber auch mal, glaube ich, also falls ich die heute noch mal fahre. Ja. Tschüss. Jetzt geht's hoch. Geht hoch. Vergessen? Gut, dass du nicht drauf warst. Ist noch alles trocken, Karl? Die Augen nicht, nein. Die Augen gar nicht mehr. Ich vergesse immer wieder, wie krass diese Achterbahn ist. Okay, jetzt gehen wir zu deinem Freefall Tower. Danja, du freust dich, oder? Ja. Also die Freude kann man dir im Gesicht eigentlich auch ansehen. Mein Frühstück freut sich sehr. Ja, ich glaube schon. Also wir werden natürlich, ey, bleib mal ganz kurz. Also die erste Fahrt findet jetzt statt ohne dich. Ne? Ja. Und danach, oh, es wird schön. Es wird super schön. Ja, du wartest dann hier, ne? Was? Ja, du wartest hier. Ich warte und filmst unten. Von hier. Ja, natürlich. Ja, okay, alles klar, dann geh ich schon mal rein. Let's go. Hat mir gerade gesagt, er hat nicht gefilmt, wo ich gesessen habe. Ich habe extra. Doch, ich habe gefilmt, aber ich habe dich nicht gesehen. Vielleicht sieht man es auf der Kamera, aber ich habe es nicht gesehen. Weißt du, wie weit oben? Ja, ich habe ja auch mitgefilmt. Da kannst du es dir ja dann angucken, warum der gefahren. Spezial ist. Du bist doch nicht gefahren. Natürlich bin ich gefahren. Ist bin ich gefahren? Nein, sie ist nicht gefahren. Sie hat doch genickt. Du bist nicht gefahren. Natürlich bin ich gefahren. Ey, dass du mir sowas antust, ne? Eine Frechheit. Leute, das Video mache ich jetzt alleine weiter. Danja fährt jetzt nach Hause. Sie hat jetzt Hausverbot, oder? Sie hat jetzt Hausverbot gerade im Moviepark bekommen. Also, falls ihr sie im Moviepark noch mal sehen solltet, darf sie hier nicht rein. Meldet das sofort beim Moviepark. Ne, sie darf hier nicht mehr rein. Okay, komm. Aber die Challenge musst du noch mitmachen. So, ja, liebe Grüße an dich, Kahn. Ich bin hier gerade im Backstage. Wie gesagt, ich bin so oft schon am Bett gefahren. Und heute, ich sag euch ehrlich, mein Magen, ich weiß nicht warum, aber heute habe ich irgendwie ein bisschen besonders viel Angst. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich traue mich heute nicht. Und deshalb habe ich gerade die freundlichste, wir haben wirklich, also die netteste Person hier. Alle sind nett, aber sie ist einfach der Mann.
Sie hat mir hier ein Versteck gezeigt. Und jetzt bleibe ich einfach hier, warte, bis der Tower gefahren ist. Gehe dann zu Kran und erzähle ihm, wie krass das war, dass er mich einfach nicht gesehen hat. Ich meinte zu ihm, ich bin an einem richtig krassen Special Spot und dass er aufpassen soll, dass er mich auch ja filmt dort. Aber ja, ich bin hier. Ich bin hier und lege Kran mal wieder rein. Und das ist großartig, Leute. Das ist großartig. Aber die Fahrt ist cool. Also ihr solltet es auf jeden Fall mal machen. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht, aber heute weiß ich nicht so richtig. Vielleicht ist es mir auch einfach zu früh. Vielleicht mache ich es später nochmal. Aber ich kann heute nicht. So, okay. Also, Danja ist nicht gefahren. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin gefahren. So, du darfst jetzt drehen. Ich bin gefahren. So, und ich hoffe, wir können jetzt zusammen eine fahren. Ja. Und es ist Ghost Chasers. Ich glaube, die sind wir noch gar nicht gefahren. Nein, hier, oder? Gar nicht, die sind Nickland. Okay. Let's go! Danja, du bist ja nicht gefahren. Ich bin gefahren. Nein, kannst du einen Platz kurz aufführen? Also, nein, lass es. Wir gehen zur Achterbahn, let's go. Tatsächlich ja, aber die ist eigentlich ziemlich cool, ja. Weil so rechts ist die ganze Zeit. Ja. Na, also die ist eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Nehmen wir mit, machen wir. Also, und es gibt auch so gewisse Teile, da ist so ein bisschen Gehkraft auch dabei, ne? Bist du die jetzt doch schon mal gefahren? Einmal, ich bin nicht schon mal, aber nicht on cam. Ach so. Ich bin nicht on cam gefahren. Bist du mal? Guck mal, nein, Alter. Okay, so, wir drehen jetzt natürlich nochmal das Glücksrad und gucken mal, auf welche Achterbahn wir jetzt müssen. Jetzt sind wir bei der Studio-Tour und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Achterbahn. Ich glaube, das habe ich schon in den letzten Videos ganz oft gesagt, aber dass das Glücksrad jetzt sich dafür entschieden hat, ist natürlich... Oh, klasse! Danja, bist du eigentlich für das Loch da verantwortlich? Ja. Ich, ja. Als ich das erste Mal mitgefahren bin, habe ich einmal festgetreten. Wie war das nochmal mit deinen Fahrkünsten? Sind top. Ja, für den Müll. Noch nicht abgegeben. Für den Müll. Ja, hallo, das war nur ein Monat, okay? Musst du nur einen Monat den Führerschein abgeben und das lag daran, dass so Personen wie Danja vor mir gefahren sind. Schon wieder, ey, es fühlt sich schon wieder so falsch an. Warum müssen wir immer hier lang? Immer. Wir müssen immer sofort... Kannst du mal ein bisschen Dankbarkeit in deinem... Ich bin dankbar, aber wir machen uns voll unbeliebt damit. Jetzt sind wir gleich wieder in der ersten Reihe. Und also hier, die müssen aber vor, ne? Also hier. Du kannst dich nicht unbeliebter machen, als du schon bist. Also mach dir mal keine Sorgen. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber trotzdem, es ist cool. Aber nicht schon wieder heulen kann jetzt, ne? Wieso? Hab ich geheult beim letzten Mal? Ja. Wieso? Ja, du hast geheult. Ja, weil du so krass fandest. Diesmal nicht, bitte. Elmo. Wo? Da! Wo? Da! Seh nicht! Da! Okay, überholen wir jetzt das Auto und rennen!
Video ist natürlich ein bisschen schöner, aber auch nicht so groß. Okay, das ist schöner, ist okay. Ihr habt gewonnen. Ist okay, Moviepark, ihr habt gewonnen. Okay, Danja. So, wir sind jetzt bei der letzten Achterbahn angekommen, aber natürlich nicht die letzte Challenge. Also checkt auf jeden Fall noch die weiteren Videos ab und auf jeden Fall den Moviepark nochmal. Jetzt heißt es... Ja, ich würde sagen Star Trek. Also, Star Trek. Also, ich darf natürlich nicht fehlen, die Star Trek Achterbahn. Also, let's go. Ab zur... Also, ist mein Favorite. Kannst du mal aufhören, so nah zu kommen? Ich mach das. Das ist mein Move, okay? Das war eine neue Glücksrad-Challenge hier aus dem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen, Moviepark Germany. Und vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Und für weitere Infos bitte die Infobox abchecken. Und es gibt eine ganz wichtige Sache. Und zwar... Es gibt nämlich wieder einen Code für euch, mit dem ihr viel günstiger Moviepark-Tickets bekommen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir blenden hier jetzt gerade mal ein, wie der Code ist. Ja. Und dann könnt ihr damit im Online-Shop Geld sparen, wenn ihr hier Tickets kauft. Ja. Ist in allen Videos wahrscheinlich eingeblendet von uns, weil das ist natürlich nicht das letzte Video hier aus dem Moviepark. Es erwarten euch wieder tolle Challenges. Und das war die erste von mir. Und Danja, du hast dich gut angestellt. Danke. Auch wenn du nicht auf dem Freefall Tower warst, ich weiß das. Auch wenn ich die Aufnahme noch nicht geprüft habe. Ich bin da mitgefahren. Wir haben es doch alle gesehen. Ja. Ich wurde geprankt, aber ist okay. Ich habe es auch mal verdient. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö. 3, 2, 1. Ich komme! Danja! Wo ist sie denn, Mann? Die kommt doch nicht raus! Den Specht. Wo Kahn sich versteckt. Ich habe gleich mitgespielt. Wenn wir uns gut verstecken, können wir hier bleiben. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Moviepark Germany. Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Für weitere Infos gerne direkt mal die Infobox checken. Und sonst gibt es am Ende noch eine Info für euch. So, Daniel, wir spielen heute ein Hide and Seek, aber nach einer Farbe. Das heißt, das Glücksrad entscheidet, bei welcher Farbe du dich verstecken musst. Und wo sind wir gerade hier im Moviepark Germany? Nickland. So, und hier gibt es ganz viele verschiedene tolle Achterbahnen. Wir werden auf die natürlich nicht drauf gehen. Aber wir sehen auch ganz viele Farben hier. Und wenn du eine Farbe bekommst wie blau, dann darfst du dich sozusagen bei einem Geschäft verstecken, was auch blau ist, okay? Okidok. Und sonst natürlich auch, was alles frei zugänglich ist. Okay, 3 Minuten Zeit zum Suchen, 1 Minute Zeit zum Verstecken. Ich drücke mal das Rot für mich. Ich verstecke mich als erstes bei Karia. Das ist doch keine Farbe. Ich habe das vor allem selber drauf geschrieben. Danja hat das drauf geschrieben. Ich bin so dumm manchmal. Was gut, ja, dann mach. Ja gut, okay, ich warte jetzt hier und du hast jetzt 1 Minute Zeit, dich zu verstecken. 1 Minute? 1 Minute. Das ist voll wenig, Mann. Beeil dich. Das ist richtig. Ja, dann lauf. Danja muss laufen. Hier ist nicht 1 Minute, Junge. 1 Minute. Kariert? Ist hier irgendwas kariert? Ich war hier noch nie. Ich bin noch nie hochgelaufen. Hier geht's einfach weiter. So, okay. Wir sind soweit. 3, 2, 1. Ich komme! Kariert? Wo ist denn bitte hier was kariert, Mann? Wahrscheinlich guckt sie jetzt auf den Boden und sagt, ja, das ist hier Steine und so. Jetzt muss ich hier auch laufen die ganze Zeit. Oh Mann. Vielleicht bei Paw Patrol, aber da ist auch nichts kariert. Ach Mann. Wo ist es denn? Bei Dora auch nicht? Hier auch nicht.
Boah, das ist echt schwierig. Also hier sind auf jeden Fall genügend Farben, dass dann ja natürlich direkt etwas aussucht. Hä? Ah, da. Da ist etwas kariert. Ich finde diesen Turm so cool. Ich glaube, da kann man aber nicht drauf. Die muss doch hier sein. Hä? Na, guck mal, hier ist ja so kariert. So eine Fahne. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt woanders ist, Mann. Hey, ich dachte, sie wäre hier bei Paw Patrol. Ich krieg die Krise, Mann. Okay, ich habe noch eine Minute Zeit. Hä? Okay, vielleicht ist sie hier hinter dem Turm. Ich schau mal, was ich jetzt habe. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also ich hoffe, er ruft laut, wenn er fertig ist. Mann, wo bist du denn? Du musst doch hier sein eigentlich. Hier ist doch was kariert. Ach Mann, ich krieg die Krise, ey. Ehrlich. Ich dachte, ich finde sie jetzt da, weil was anderes kariert gibt es eigentlich nicht. Zeit ist auch gleich um. Okay, Zeit ist um, du hast gewonnen. Danja, Zeit ist um. Danja! Ich dachte, sie ist da bei der Adventure Tour. Danja! Wo ist sie denn, Mann? Die kommt doch nicht raus. Danja, Zeit ist um. Ja, sie will nicht rauskommen. Ich weiß selber nicht, wo sie sich versteckt hat. Danke, Danja, danke für gar nichts. Ich wollte die finden, aber ich habe die nicht gefunden. Danja! Sie hat es auch wieder nicht verstanden, ne? Sie versteht Hide and Seek einfach nicht. Dass sie nach einer gewissen Zeit auch wieder rauskommen muss. Wir wahrscheinlich hier übernachten. Wie lange willst du denn noch suchen? Du hast jetzt bestimmt 5 Minuten gesucht. Ich hab dich nicht gehört. Danja kommt jetzt von da, von SpongeBob und so. Aber da bin ich mal gespannt, ob du da was Kariertes gefunden hattest. Weil ich dachte, da vorne, da war so eine Zielfahne, die war kariert. Na gut, okay, alles klar. So, dann drehe ich das Glücksrad. Also ich konnte schon viel Inspiration sammeln. So, okay, ich drehe. Und das Glücksrad sagt lila. Wie gut hat auch gerade dieser Sound von dahinten. Ja, der hat super gepasst. Okay, dann gehst du einmal nach da vorne hin. Ja. Lila. Lila, jetzt muss ich direkt schon mal brainstormen. Was ist denn hier alles lila? Okay, let's go. Lila. Also wir haben hier von Dora the Explorer natürlich in lila. Eine ganz große Wasserbahn. Hier haben wir auch, aber das ist halt direkt bei ihr. Ich muss noch mal da hinten gucken. Da war doch auch, war da nicht auch was in lila? Also wir haben hier auf, oh, Ghost Chaser hat auch so lilane Schienen. Ja, und so eine Qualle. Ich glaube, da verstecke ich mich. Also hier auf dieser Achterbahn, da sind so Schienen, die sind halt lila, würde ich jetzt mal sagen, so violett. Aber kann ich mich hier gut verstecken? Ich könnte mich hier im Gebüsch verstecken, weil das hier ist so ein bisschen lila. Ich schaue noch mal, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Boah, orange wäre eigentlich Jackpot. Und blau da hinten auch. Lila. Ich könnte mich natürlich auch hier... Also hier kommen wir jetzt aber nicht rein, aber das passt halt. Ich glaube, ich verstecke mich hier. Das ist ja eine blaue Wand. Aber wir können hier sehen. So ein bisschen lila. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Also bleibe ich jetzt mal hier im Gebüsch. Also das heißt Gebüsch, ich bin jetzt hier einfach am Rand. So, die Minute ist vorbei. Ich konnte dich jetzt suchen. Ich hoffe, du bist versteckt. Beziehungsweise hoffe ich eigentlich nicht. Oh, ich habe vergessen, meine Brille aufzusetzen. Ich bin dumm. Oh, sorry, Leute. Jetzt muss ich die ganze Zeit so hier langlaufen. Weil ich nicht sehe, muss ich meine Augen ein bisschen zusammenkneifen. Das Nickland ist beautiful, bellissima, wunderschön. Guck mal, das kam. Ein grüner Alien. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter rein. Harry World, das ist eher pink. Das würde ich jetzt nicht zählen als lila. Also hier würde halt voll Sinn ergeben, weil hier ist ja alles lila. Bei Dora's River Adventure. Kann hier ein Piep einmal? Kam kein Piep, schade. Der funktionieren können. Meint ihr, der hüpft in den Busch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kahn mit dem Busch reinspringt. Das macht er, glaube ich, nicht.
Vielleicht hat er aber auch gedacht, dass ich direkt zu Dora's River Adventure gehe, weil es lila ist. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, dass ich mir das jetzt denke. Und dann hat er sich gedacht, ich gehe jetzt trotzdem dahin und verstecke mich da, weil dann ja nicht da suchen wird, was zu offensichtlich ist. Aber ich bin da und ich suche. Ich suche nach dir. Kannchen, piep einmal! Mann, ich finde das doof, dass wir das ohne diese Piepregel spielen. Das wäre viel besser. Hm. Ich finde ja gar nichts, Mann. Ich finde ja überhaupt gar nichts. Wisst ihr, was kann? Ich finde ja nichts. Ich finde nichts. Hier ist doch alles lila, Mann. Warum bist du nicht da, wo lila ist? Da ist ein Flugzeug. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen. Oh, meine Chine ist gleich. 3 Minuten zum Suchen ist voll wenig. Oh, vielleicht ist er auch da hinten nicht. Kann auch sein, nicht? Kann auch sein. Das wäre leise. Oder da ist auch alles lila. Schon viel lila so. Meine Zeit ist um! Oh, oh nein! Nicht jetzt im Ernst! Also ich habe mich hier ran orientiert so ein bisschen. Das ist doch blau, Mann. Ja, aber guck mal, da ist doch auch lila dabei. Ja, wenn ich jetzt jede Farbe... Ja, aber ich habe gesagt, es zählt. Und es ist viel lila da. Ja, wir wissen natürlich, wie Danja drauf ist. Ne? Danja hat einfach vergessen, das Glücksrad zu drehen. Sie wollte sich schon verstecken. Danja, dann dreh mal. Ja. Es ist... Neon. Was hast du denn hier so für wilde Kombination? Aber ich muss sagen, es gibt, also du hast Möglichkeiten hier. Ja, ich habe mir halt gedacht, machen wir mal ein bisschen was anderes. Du hast Möglichkeiten. Nicht immer nur grün. Okay, 1 Minute Zeit, ab jetzt. Let's go. Okay, das ist auch alles. Oh ja. Ja, das ist doch bequem und gemütlich. Ja, doch. Ja doch. Ja, hier kann ich mir vorstellen, mich zu verstecken. Ich habe hier auch wieder eine gute Sicht. Ja, doch. Okay. Ich komme! Okay, 3 Minuten ab jetzt. Okay, was könnte... Also das Orange fällt halt sehr auf, muss ich sagen. Und das Grün so. Also ich denke schon, dass sie hier in der Mitte irgendwo ist. Wenn die drüben rumläuft, dann sollte ich mich vielleicht jetzt mal ein bisschen klein machen. Okay, ich glaube, in der Richtung wird sie nicht sein. Da habe ich sie jetzt. Ja, aber ich habe schon gesagt, also dieser Bereich ist schon gut dafür geeignet, weil hier sehr viel Neon ist. Ja. Ja, und ich habe dich gefunden. Ja, du bist doch gerade da vorne lang gelaufen. Wollte ich. Ich wollte eine Verfolgungsjagd machen. Ich wollte hier über das Seil springen und abhauen. Ja, oder? Und ja. Man ist mir eingefallen, ich bin gar nicht sportlich. Kommt hinzu. Let's go. Okay. Dreh so. Das Rad des Schicksals. Ich habe schon ein Favorite, aber warten wir mal was ab. Was ist denn dein Favorite? Grün. Grün. Boah, ich glaub, was ist. Grün. Na, dann versteck dich mal. Uno minuto. Okay. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich glaube, ja. Ja. Also hier sehr viel Grün. Alleine schon die ganzen Gebüsche und so. Aber ich glaube, ich gehe zum Paw Patrol Tower. Da ist ja ganz viel Grün. Hier, da auch. Also, ich glaub, also wenn mich jetzt Danja findet, ne, also dann Post Mahlzeit. Da ist auch die Wiese da hinten. Aber ich wollte schon eine Attraktion haben oder irgendwas. Okay, die Wiese ist da auch grün. Also wäre das jetzt nicht so klug. Ja doch, also hier haben wir schon viel Grün, ne? Also diese Wiese, das ist ja eine künstliche Wiese. Das ist ja keine echte, das ist ja Kunstrasen. Oder das Gebäude hier, die ganzen Säulen sind grün. Ja komm, ich bleib hier bei. Nein, komm, Paw Patrol Tower. Ey, die Zeit ist, glaube ich, oh mein Gott. Muss ich beeilen. Ich versteck mich jetzt hier hinter. Ich komm dich jetzt suchen, Kahn, ist mir egal. Okay, grün gibt's hier übelst viel. Was ist denn hier gegen gegangen? Die Fairy World. Da ist so voll viel grün. So türkis zwar. Aber Kahn würde das jetzt sicherlich ganz anders. Ich dachte gerade, der ist da im Busch. Aber da war ein Vogel. Ich will auf diesen Tower. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Also, wenn er jetzt nicht in den Busch gehüpft ist, dann ist er hier nicht. Und ich werde jetzt nicht. Drin danach suchen. Danach. Oh, hier duftet es gut. Oh, guck mal, wie hübsch. Oh, die sehen ja schön aus.
Ich glaube, davon sollte ich ein Foto machen und das in meinen WhatsApp-Status stellen. Und dann schreibe ich dazu, schönes Wochenende, ihr Lieben. Liebe Grüße, Sibylle. Ja, aber sie ist ganz weit vorne. Sie wird mich safe nicht finden. Ich habe sie gerade gesehen. Sie ist noch ganz weit da vorne. Wieso? Alter, ich dachte gerade, der kriecht da vielleicht auf den Boden. Aber das war eine Taube einfach. Das war nicht Kahn. Hey, Kumpel, bist du Kahn? Nicht? Okay, schade. Wo ist er denn, Mann? Also ich war hinterm Paw Patrol Tower. Ja. Ja, ist ja grüner Kunstrasen, ne? Ja. Bei welcher Farbe hast du gerade gesucht? Ich habe bei grün gesucht. Ja, richtig. Okay, so, auf geht's zum Finale. Finale. So, ein letztes Mal verstecken. Ja, Kahn, gerade so, wenn ich dich jetzt finde, ist vorbei. Es wird grau. Okay, alles klar. Okay, dann eine Minute Zeit ab jetzt. Letzte Runde. Tschüss. Jetzt mach. Guck nicht. Ich gucke nicht. Mach die Augen zu. Ja, hier. Du guckst. Jetzt mach. Hör auf zu gucken. Ich würde sagen, so noch 30 Sekunden. Okay, ich komme! Ja, okay, also die ganzen Steine sind ja grau. Also, so einfach wird das dann doch nicht. Ich habe mal vor, man könnte sich da oben verstecken. Das wäre mal ein gutes Versteck. Oder auch nicht, weil es ein bisschen auffällig ist. Aber da würde keiner mit rechnen. Grau. Grau! Danja! Krieg dich! Ich werde dich finden! Ich schaue noch mal hier bei Paw Patrol, bei Adventure Bay. Ich habe das Gefühl, hier könnte Danja sein. Ich glaube, die wird sich jetzt nicht da verstecken, wo ich mich gerade versteckt habe. Boah, das fehlt ja richtig hier. Das ist ja cool. Nö? Ich bin überfragt. Wo hat sie sich schon wieder versteckt? Okay, sie hat noch eine Minute. Okay, schauen wir auch vielleicht hier. Das ist halt auch sehr viel grau, aber da ist sie nicht. Toll. Vielleicht hier hinter. Nö. Ach man, meine Zeit ist auch um. Das ist blöd. Okay, Zeit ist um. Warst du dahinter? Ja. No way. Doch. Ich bin so blöd. Sie war einfach direkt am Anfang. Du bist... Du hast jetzt nicht wirklich... Wo ist denn da grau? Also erstmal auf dem Boden und außerdem ist die ganze Schrift da, wo steht Mission to Mars grau. Das feierst du wieder, ne? Egal. Okay, so. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann ist unentschieden. So. Ein letztes Mal drehen. Rot! Okay. Geh mal nach da vorne. Also falls meine GoPro jetzt nicht mehr machen will, ne? Die GoPro! So in einer Minute darfst du kommen. Man kennt sie ja, die gute GoPro. Rot. Okay, ich hab schon wieder was im Adventure Bay gesehen. Ich wollte die ganze Zeit auf dieses Boot, auf dieses Schiff. Da ist halt auch ein bisschen rot. Da will ich unbedingt hin. Das machen wir jetzt auch. Schaff ich auch, obwohl hier, guck mal, die... Ja, das würde auch gehen. Der Boden hier teilweise auch. So ein bisschen. Ja, guck mal hier. Guck mal, da sind rote Knöpfe. Ja, passt. Hier ist auch ein bisschen rot. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen zumindest. Okay, ich glaube, die Zeit ist um zum Verstecken. Was war noch mal die Farbe? War das gelb? Ich sehe es ja noch. Rot. Oh, bei Rot hast du dich also versteckt. Das ist ja echt frech. Und schlecht. Ich frage mal den Specht, wo Kahn sich verstecht. Das ist doch gar nicht so viel rot. Das ist was Roteres. Und was auch rot? Am Gate One. Das ist die Moviepark Studio Tour übrigens. Die ist cool. Das ist halt voll rot. Vielleicht ist er dort. Das ist auch rot. Das ist auch. Hier ist voll viel rot. Vielleicht ist er doch da. Das ist auch rot. Oh Mann, hier ist ganz viel rot. Ich guck vielleicht mal kurz hier. Hi. Da bist du ja. Ich hab dich gefunden. Hallöchen, Kahn. Willst du einen See stechen oder was?
Ich habe gleich mitgespielt. Das heißt, ich habe gewonnen. Und was machst du denn? Weil du hast mich nicht gefunden. Ich habe dich doch gefunden. Ich habe gar nicht mitgespielt. Du hast nicht mitgespielt. Weil meine Kamera ist ausgegangen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr mitgespielt. Ja. Leute, das war das. Ja, komm. Ich habe heute gewonnen. Das war das Nein, unentschieden. Im Moviepark. Du hast mich nur einmal gefunden. Ich auch. Das ist ein Unentschieden. Nein, ich habe gewonnen. Ich habe dich doch zweimal gefunden. Nein, wo? Hier und dann nochmal. Leute! Habe ich dich nicht noch? Nein, ich war noch einmal da versteckt und einmal im Adventure Bay da, im Turm. Ja, Leute, das war's. Wir waren im Moviepark, haben hier Hide and Seek nach einer Farbe gespielt. Das Glücksrad hat natürlich entschieden. Und nein, hast du nicht. Leute, checkt auf jeden Fall die Infobox, die Beschreibung ein bisschen ab, weil dort gibt es einen Code Movie23 für einen Rabatt auf ein Ticket hier im Moviepark Germany. Wenn wir uns gut verstecken, können wir hier bleiben. Ja, aber ich will nach Hause. Obwohl, wir könnten auch über Nacht mal hier bleiben. Ja, let's go. So, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, Infobox abchecken, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Danke an den Moviepark Germany, dass wir hier drehen durften. Und tschö. Das ist mal ein gutes Video. So sieht's bei mir aus. So bei Danja. Ich bin Nisha. Schauen wir mal an, was ich es so gibt. Auf reden. Ich will. Ja, los jetzt. Let's go. Das sieht alles so lecker aus. Das sieht alles so lecker aus. Gegessen, ehrlicherweise, ich habe viel zu viel gegessen. Ich auch. Hast du schon da hinten gesehen, Tana, chillen Enten? Wo? Da. Oh, da sind Enten. Wo kommt ihr denn her? So Leute, es wird Zeit für ein etwas spätes Frühstück. Also, für mich habe ich jetzt, also für Danja ist auch was dabei. Aber was Danja diesmal nicht hat, Danja hat ein Wasser, langweilig. Also man merkt, dass du einfach eine Oma bist. Ich habe dieses Fanta... Dass ich ein Hummer bin? Eine Oma. Ein Hummer. Ja, eine Oma. Ich habe hier dieses Fanta Frozen Himbeere. Richtig gut. Dann haben wir einmal Curry Pommes, also mit Curry Ketchup für Danja. Und ich habe hier nochmal so eine Soße. Ja, okay, einfach Pommes Soße. Und auch Curry Ketchup. So, und natürlich gibt es jetzt einen Geschmackstest. Mmh. Danja, magst du eigentlich so eher die dicken Pommes oder so diese dünnen hier? Dickere Pommes. Was? Alle Pommes. Alle. Curry Ketchup geht immer. Also ich muss sagen, im Freizeitpark, wenn ich mir hier Essen hole, entweder Pommes oder Pizza. Ja, muss, ne? Das ist halt immer Standard. Wie sieht's bei dir aus? Pommes. Kann, du weißt, ich esse Pommes von morgens bis abends. Bei mir gibt's seit Jahren fast ausschließlich Pommes. Ich liebe Pommes. Schmeckt gut, ja? Also, wie gesagt, das ist unsere erste Mahlzeit heute. Ich hab ja, was? Ich muss dich mal loben, Kahn. Das ist mal ein gutes Video. Ja, ja. Das ist mal ein gutes Video. Ja, also Pommes jetzt zuerst. Mal gucken, was gleich so ist. Müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir ja auch Challenges drehen. Sorry, ich weiß, ihr seht gerade nur die Pommes und so. Aber schmeckt gut. Wir lassen uns das schmecken. Und dann schauen wir mal, was es heute noch so gibt. Aber jetzt erstmal Pommes. So sieht's bei mir aus. So bei Danja. Glückwunsch. Ich genieße. Ich könnte ja noch was essen. Ja, also natürlich darf es ja im Freizeitpark, also isst man natürlich gerne was, man bringt was mit. Ne, aber wir haben jetzt speziell gesagt, wir essen heute nur hier. Und nach unserem ersten vernünftigen Essen dann ja. Ne, wofür wird Zeit natürlich für... Donuts. Wir haben uns für Dunkin' Donuts entschieden und wir werden uns eine schöne Box zusammenstellen und die werden wir dann schön essen und schauen wir mal an, was es so gibt. Kann ich auch reden? Ich will ja, los essen. Jetzt, let's go. Wir nehmen eine 6er-Box. Oh, was? Was? Wir nehmen eine 6er-Box. Und davon ist einer Strawberry Swirl. Das ist der hier. Boah, der sieht schon ziemlich lecker aus. Einer ist Lemon Frosted und einer ist Chocolate Rainbow. Okay, Lemon Frosted können wir zwei machen eigentlich. Ja, dann einmal Strawberry Sprinkle und einmal Boston Cream, bitte. Das sieht alles so lecker aus, das sieht alles so lecker aus. Gut, und wer zahlt? Ich zahle, hallo. Ich zahle. Aber du hast gerade so dich umgeguckt, so wer. Ja, ich dachte vielleicht, aber ist nicht. Wo ist sie hin? Ja, dann zahlen wir erstmal. Warte. Warum geht das nicht auf? Mann. Mach mal auf. Oh Mann, nein, aber in die Kamera, Mann. Mann, hast du mal Beauty Shots? Oh, Kam, was hast du denn gemacht? Okay, jetzt. Ey! Und ist gut? Zeig mal, ob der gefüllt ist. Mhm. Oh, okay. Ich schnapp mir so ein Lemon. Ich weiß, viele werden jetzt so hinter der Kamera sein und sagen so, was soll das? Warum machst du das? Sehr gut. Kannst du ein bisschen vorsichtig sein? Nein. Lecker. Ich genieße das wohl.
Alter, lass mal beeindruckt. Hallo? Guck mal, ich bin noch da. Also, das ist wirklich gut. Was hast du nochmal? Das und das noch, ne? Dann schnapp ich mir den hier nochmal. Das ist grad richtig fies. Das ist grad so fies. Es ist so gut. Also so als Nachtisch finde ich perfekt. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir fahren jetzt nicht mit der Achterbahn, sondern es geht jetzt zur Stuntshow. So, let's go. Und dann werden wir bestimmt auch noch weiter essen. Let's go! So, also die Show fängt gleich an. Ja. Wir haben natürlich noch unsere Donuts. Hast du den einfach angegessen? Ja, sorry. Hallo. Leute, es gibt eine neue Show hier, Operation Red Carpet. Ja, eine neue Stuntshow. Neue Stuntshow, soll sehr gut sein. Ihr werdet gleich auch ein bisschen was sehen. Aber dafür muss natürlich fast was essen. Hallo. New York City Taxi, das ist aber mein. Was denn los? Das hat doch gerade. Geht's denn los oder? Ja, ich muss doch aufessen. Das ist unser Action-Tour des Abends sein. Wir essen jetzt auf. Ja, Angelina Croft und Jason. Natürlich darf im Freizeitpark der obligatorische Besuch im Süßigkeitenladen nicht fehlen. Oder, Danja? Darf nicht fehlen. Voll nicht. Also hier gibt es Jellybeans, hier gibt es Süßigkeiten. Warte doch mal. Stopp. Ich will aber rein. Ja, warte doch mal. Ich lass mich doch erstmal kurz erklären. So, und du darfst dir natürlich auch ein bisschen was aussuchen. Ja, los, let's go. Wir sind jetzt bei den Jelly Beans oder Jelly Bellies und ich möchte mir natürlich da ein bisschen was holen. Also es gibt hier die Möglichkeit, dass wir uns was zusammenmischen. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, weil ich habe schon ein bisschen was gesehen, was ich mir, glaube ich, holen würde. Also, doch, misch dir doch mal. Kann ich die eigentlich essen? Es steht ohne Gelatine. Ja, ohne Gelatine alle, ne? Ich glaube, alle sind ohne Gelatine. Ich kann ja einfach mal hinten drauf lesen, ob ich die essen kann. Ja, aber dafür interessieren sich jetzt die Leute. Was schnappe ich mir dann? Also, dann nehme ich auf jeden Fall ein bisschen Zucker, pull hier. Hä, wie geht das? Pull. Warte. Nicht push, pull. Ja, warte doch mal. Pull. So, davon haben wir schon so ein bisschen. Ja, Zuckerwatte. So ein bisschen Ananas. Let's go. Das sieht ja echt wilde Sorten aus. Okay, davon aber nicht so viel. Ich hatte Zuckerwatte gerade, ne? Ja. Ja, okay. Und ich könnte noch mal Zuckerwatte nehmen. Nö, ich will Limone. Ich hätte jetzt bei dir an Wassermelone gedacht. Ja, aber Wassermelone habe ich keine Lust. So, also ich glaube, ein bisschen ist jetzt hier was drin. Ich habe aber noch was gesehen, komm mal mit. Natürlich. Die isst du aber gleich komplett, oder? Vielleicht, ich glaube schon. Was möchtest du? Was hast du dir geschnappt? Grünes Popcorn. Grünes Popcorn? Grünes Popcorn. Grünes Popcorn. Grünes Popcorn. Grünes Popcorn. Grünes Popcorn. Grün. 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 Bist du sicher? Ja, ich bin sehr sicher. Sonst nichts? Willst du auch vielleicht? Obwohl, Zuckerwatte reicht für uns beide eigentlich. Alter, der Eimer ist riesig. Wenn ja, okay, du den komm, komplett dann fahren wir und dann essen wir ein bisschen was. Also wir haben einmal Cotton Candy. Ist ja nicht so, dass ich Zuckerwatte gekauft habe. Ja, ist ja nicht so, dass du Zuckerwatte gekauft hast und die deshalb... Ich glaube, das ist Limone. Oder Ananas. Mmh. Boah, die Limone ist heftig. Ich koste jetzt mal meinen Apfel. Ich will zu... Ey! Ich habe so Bauchschmerzen heute Abend. Ich habe so heftige Bauchschmerzen. Ist interessant. Es schmeckt nach Apfel, aber auch, ich kann es nicht beschreiben. Wie so ein süßer Lutscher, aber Popcorn. Ich habe jetzt das Wort an, ja. Man kann ja Folgendes jetzt machen. Also, ich habe ja Zuckerwatte Jellybeans. Mach das doch jetzt so. Und ich könnte mir jetzt natürlich einfach hier sogar schnappen, so. Ach Mann, das ist wirklich meine gute Challenge. Ich sag, wie es ist. Falls ich in diesem Freizeitpark ziehen sollte, in den Moviepark Germany, werde ich auf jeden Fall erstens arm, weil wenn ich mir das hier jeden Tag kaufe, ich weiß nicht, ob ich mir das die ganze Zeit leisten kann, das ist eine andere Sache. Aber die zweite Sache ist, ich glaube, der Moviepark würde mich irgendwann rausschmeißen, weil bei dem, was ich hier alles esse, sorry. Boah, ich hab jetzt schon Bauchschmerzen. Also mir geht's noch sehr gut.
Wir müssen noch ein bisschen was abdrehen. Das tun wir und mal gucken, ob wir dann, wenn wir gleich, also gleich ein paar Stunden dann fahren, ob wir dann einfach noch ein bisschen was Süßes nochmal mitnehmen, ne? Wieso auch nicht. Guten Appetit uns. So, okay, zum Abschluss heute dachten wir uns, ne, wir waren jetzt den ganzen Tag hier im Freizeitpark, wir haben Challenges gedreht, wir haben viel gegessen, ehrlicherweise, ich habe viel zu viel gegessen. Ich auch. Also und, du hast ja noch krasser, ja. Du bist wirklich noch heftiger eskaliert als ich. Also Dunkin' Donuts, wir haben aber Pommes gehabt, wir haben was Süßes geholt, ja. Und ich dachte mir zum Abschluss, jetzt kommen gebrannte Mandeln. Krass. Das Gute ist, in dem Video von Danja werdet ihr sehen, sie musste das ausgeben für mich. Das ist gut, ja. Wir haben heute alles gekauft. Kannst du mal probieren. Nein, danke, gerade nicht. Ich habe so viel Süßigkeiten gegessen, ich kann nicht mehr kauen. Wirklich. Also Leute, das war's. Ein Tag nur Freizeitpark essen. Checkt auf jeden Fall mal die Infobox ab, weil da gibt es weitere Infos zu dem Code. Movie23, checkt das einfach mal ab, ne, online für weitere Infos und so. Ne. Vielen Dank an den Moviepark nochmal, dass wir hier drehen durften. Ne. Ich muss jetzt nach Hause. Macht keinen Unsinn, wenn ihr hier seid. War schön, aber ich muss jetzt nach Hause, weil ich habe Bauchschmerzen.